So, es ist soweit. Unser letzter regulärer Tag in Let's Play Together London 2012. Benjamin, hi. Hi, Sascha. Ich glaube, wir grüßen uns jetzt nur noch mit einem Nicken, was unsere Hörer und Zuschauer natürlich nicht sehen. Ja, wäre angebracht, nicht wahr? Ja, denn bei einem 20:19 für mich und jetzt Tischtennis als letzte reguläre Disziplin, du kannst ruhig schon mal starten, könnt ihr wirklich um 20:20 rauslaufen, aber es kommen ja noch 8 Disziplinen in unserer Champions-Runde. Die ich allesamt gewinnen werde. Ja, genau. Champions-Runde erklären wir dann vermutlich im nächsten Video, wenn es soweit ist. Aber im Grunde genommen, wir haben uns beide jeweils 4 Disziplinen ausgesucht, haben die in den Lostopf geworfen, um zu bestimmen, welche Disziplin in welcher Reihenfolge kommt. Und dann quasi die Disziplin, mit der wir uns am wohlsten fühlen. Ja, hoffen wir. Also ich weiß nicht, ob du dich wirklich im Rudern wohlfühlst, aber... Ja, mal schauen. Ich glaube, ein bisschen wohler als du. Also ich bin eher Risiko eingegangen, während sich hier unsere Sportler begrüßen, was ich gerade so gar nicht nachvollziehen kann. Ja, ich auch nicht. Also hier ist Hass gegeben. Erstmal am Boden gespuckt. Ja, so. Mir auf die Tischtennisplatte, damit der Ball schön... schön flutschig ist. Ja, genau. Gut, dann starten wir mal. Mal gucken, wer hat den ersten Aufschlag? Ich glaube, es werden 2 Sätze gespielt. Ja. A5 oder A7? Ja, ich glaube A7. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe irgendwann mal so vor 100 Jahren aktiv Tischtennis gespielt. Da waren es noch 21. Aber das ist was ganz was anderes. Ich bewege mich hier total viel und frage mich gerade warum. Ah, sehr schön. Erster Punkt für Japan. Ja, man muss ja sagen, so die Asiaten allgemein. Also in den Gefilden kennt man sich eher mit diesem Spiel aus. Ja, der Jamaikaner hat, glaube ich, zum ersten Mal so einen. Das ist wie bei den Winter Olympics, wenn Jamaikaner Schnee sehen. Cool Runnings. Ja, oh, 3-0. Was ist das denn? Ja, soviel zu deinem großen 20:20 wird dir schon reichen. Ich bin auch immer noch der Meinung, es würde mir reichen. Oh! Oh, yes! Oh, yeah! Yeah! Ja, da hat man echt Probleme, wenn da so ordentlicher Leck dabei ist. Ist doch auch kein Leck bei. Nee, aber wenn. Ach so, ja. Also ich muss. Weil du siehst den Ball ja, wenn du ihn schmetterst, sehr, sehr spät. Den war ich ganz gut, also ich kann mich da nicht beschweren. Aber gut, irgendeine Ausrede brauchst du natürlich, dass du jetzt hier gerade 5:1 auf den Sack kriegst. Na klar. Ein bisschen schnibbeln hier. Okay. Oh, da habe ich jetzt einen Leck gesehen. Schon längst weg. Ja, bei mir auch. Da hatte ich zum ersten Mal einen Leck. So, 6-1. Das ist natürlich übel hier. Satzball. Ja gut, ich sehe natürlich bei dir so ein bisschen, das sieht so aus, als wenn du aus der Luft ein bisschen fischt, aber... Ja, deswegen kann man sich eigentlich auf die Bälle gar nicht so wirklich... Ja, man nicht, zumindest nicht auf das, was du machst, aber ich kann mich ja darauf konzentrieren, was auf meiner Seite der Platte passiert. Passiert. Ja. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, finde ich. Also ich habe hier nicht das Problem, dass irgendwas zu spät ankommt. Ja, da ist es. Der erste Satz für mich. Ching Chang Po, genau. Ich gehe quasi auf das 21:19 über, was mir natürlich einen großen Vorteil in der Masterrunde geben würde. Das stimmt. Oder in der Champions-Runde. Wie auch immer wir das Ganze am Ende nennen. Das erfahrt ihr im nächsten Video. Das erfahren auch wir im nächsten Video. So, 2-0. Oder 1-0, ja, 1-0. 1-0. Den kannst du auch einen Bob in die Hand drücken. Der hatte keine Ahnung davon, was er tut. Nee. Ja, ist nicht ganz Rockstars Table Tennis, was wir hier spielen. Nee, das stimmt. Der ist fast nach Platze gerutscht. Skandal. Ja, also, nee. Tut mir leid, also hier, da kann ich nicht mithalten. Ja, du spielst halt... Ups! Gegen einen Japaner, der gerade den Ball nicht getroffen hat. Der ihn wahrscheinlich nicht einmal gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ist Japan eigentlich gut als Nation? Ich meine, ist ja eher, glaube ich, Korea, ne? Also sind ja so die Spezies. Die Chinesen sind eigentlich so im Tischtennis, die Rocker. Aber ich glaube, Japan ist da auch gut dabei. Würde mich zumindest nicht wundern. Oh!
Ja, das ist jetzt zum Beispiel sowas gewesen, wo ich bis zum letzten Moment warten musste, ob der jetzt von dir nochmal zurückkommt. Ja, wie gesagt, das ist auch, ich sehe auch im letzten Moment erst, was bei dir passiert, aber es ist ja echt egal, was bei dir passiert und bei mir passiert. Für dich ist ja nur wichtig, wo kommt der Ball für dich hin? Ist ja Meistens neben mich. nicht so, dass du aufhörst zu spielen, weil du denkst, du verpeilst, aber du stehst auch weit weg von der Platte. Eigentlich nicht, nur eben gerade. Um die Bälle von hinten dann nochmal zu holen. Oh Mist. Dummerweise machst du ja durch meine ganzen Fehler reichlich Punkte gerade. Ja, das stimmt. Oh, gibt's doch nicht. 5-5. Ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. I don't like. Zack. Oh! Verflucht! Das war ganz klar ein Bug. Ja, hast wahrscheinlich auch nichts gesehen, ne? Genau. Ja, sieht natürlich schon lustig aus. Ah! Sehr schön. 6-6, was passiert denn jetzt? Kriegen wir der nächste Punkt entscheidend. Achso. Ich wollte gerade sagen, so ein Deuce gibt's ja nicht. Vorteil. Nee. Boah! Hast du mich auch gerade zweimal schlagen sehen? Ach, Ich habe dich nein. auf jeden Fall daneben schlagen sehen. Ich habe gerade zweimal schlagen dürfen. Sehr Einmal, weil schön. ich viel zu früh dran war und dann kam der Ball gerade noch so zu mir. Och. Yes! Ausgleich! Ach, 1-1. Also während der erste Satz richtig klar an dich ging, Ja, durch meine ganzen Fehler hier, also ich bitte dich. ging der erste Satz an dich, richtig. Ich ra sprach gerade vom ersten. Ach so. Aber du hattest da jetzt gerade gar nicht so Unrecht. Durch deine ganzen Fehler. Oh, im letzten Moment. Oh, da springt er wieder daneben. 14 Ballwechsel gab es hier. Glaube ich, mit am meisten jetzt von allen. Ein bisschen schn. Oh, da wollte ich schnibbeln und dann. Kam so ein Schuss daher. Ja. Was ein bisschen fehlt, ist, dass man beim Aufschlag noch hin und her tanzen kann. Ja, man schlägt normalerweise nicht von der Tischmitte auf. Ja, muss man nicht eigentlich auch auf die gegenüberliegende Seite eingeschlagen? Nur beim Doppel. Okay. Ja, meine Zeiten, in denen ich Tischtennis gespielt habe, die liegen wahrscheinlich schon so 10 Jahre zurück. Wenn nicht sogar 15 Jahre. Als man noch, wie hieß es? Ach, fuck. Ich lasse mich nicht ablenken lassen. Genau, da in der Schule drumherum. Ja, genau, Rundlauf. Rundlauf. Ja, genau. Damit hat es bei mir angefangen irgendwann. Und dann immer, Entschuldigung. Ja, wenn du den Gegenüber weggehauen hast. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, oder wenn er irgendwie eine Kante abgerissen. Ach, verflucht. Ich muss aufhören zu reden. Was denn denn? Kindheitserfahrung. Du hast das eindeutig mehr drauf, den Ball so zur Seite zu drehen. Ja, aber ich Also verrate ich dir nicht, weiß wie nicht, es ob das jetzt geht. am. Ja, ich. Nee, ich weiß, wie es geht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Also nicht, zumindest nicht so stark. Du musst ja nur so eine Viertelkreisbewegung machen. Ja. Jetzt habe ich dir doch verraten, wie es geht, aber ich fühle mich gerade ein bisschen sicher, indem ich 3 zu 5 zu 3 führe. Oh, das war nicht. Oh! Das war nicht gut, das war nicht gut. Ja, Das war auch nicht gut. sehr schön. So, Satzball, Matchball sogar. Matchball. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt hier wirklich in Führung gehen. Nachdem du ja eh schon führst. Ich, tatsächlich. Aber ich könnte so wirklich in Führung gehen. Boah, ey, Sascha, du könntest in Führung gehen. Wie die Runden vorher. Boah, 20 Ballwechsel. Ja, der letzte entscheidende Ball, der haut auch nochmal gut rein. Ja, Ja, da das habe war's. ich's. Sehr schön. Puh, spannendes Match, muss man an der Stelle sagen. Ja, das stimmt. Und ja, damit ist es offiziell. Ich werde mit einem 2-Punkte-Vorsprung in die Champions-Runde gehen. Was mir ganz und gar nicht gefällt. Das heißt, du musst wirklich ja, reinhauen. Aber sagen wir es mal so, regulär, nach der regulären Spielzeit, sag ich mal, ist es doch ziemlich knapp ausgegangen.
Genau. Eigentlich sollten wir so sagen, wir beenden hier. Feierabend. Ich Müssen bin der auch. Neue Mr. Olympia. Nein, nein, nein. Du hast nicht beschissen. 5 Goldmedaillen gehören eh irgendjemandem, nur nicht dir. Gut, dann machen wir hier jetzt noch einen Cut und dann beim nächsten Mal, wie gesagt, 2 Videos, die Champions-Runde, da entscheidet sich alles. Und da geht's richtig rund. Ja, da lassen wir alle Hüllen fallen, sozusagen. Alle virtuellen Hüllen und nein, das führt hier zu weit. Das führt wirklich zu weit. Wieso? Sollte ich nicht erzählen, dass ich nackt im Wohnzimmer sitze? Das wissen doch alle schon. Ja, das hier. Das sind nicht deine Hände. Das sind nicht meine Hände. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.